Willkommen zum heutigen Content-Update, Leute. Und wir haben hier direkt mal die Explosionswaffe bekommen, was ziemlich nice ist. Wir haben endlich das neue Item. Ich werde es euch heute zeigen. Und das ist das neue Loot-Drop-Item. Aber bevor wir dazu kommen, wie gesagt, ich werde es euch heute auch noch zeigen in der normalen Runde. Hier haben wir noch richtig viele andere Informationen. Meine Adventskalender sind ab jetzt erhältlich, Leute. So sieht das Haus dann aus mit dem neuen Merch-Design. Link ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch mal einen neuen Adventskalender. Fangen wir erstmal mit der ersten an. Und zwar wurde jetzt herausgefunden, dass wir bald WM-Quests bekommen, weil ja bald die Weltmeisterschaft ist. Ich weiß jetzt nur, dass die Weltmeisterschaft Ende November anfängt. Und für hier haben wir Quests. Und es wurde jetzt herausgefunden, dass wir nach einer Quest zum Beispiel, wenn wir ein Tor schießen müssen, also gibt es auch höchstwahrscheinlich irgendwelche Tore oder Quests, wo wir Tore schießen müssen, müssen wir danach einmal sliden. Genau wie bei dem Bild, wo ihr gerade Mbappé seht, der nach einem Tor jubelt. Und genau so soll das Ganze dann aussehen. Wir bekommen hier verschiedene Quests und so viel dazu auf jeden Fall. Ja, der Typ hier, okay, aber der hat gegen irgendjemanden gekämpft. Wir bekommen auf jeden Fall diese WM-Quests auch bald. Aber ganz wichtig zu erwähnen, Leute, die WM-Quests sind nicht offiziell von der WM, okay? Also die hauen einfach nur die Sachen raus, ohne jetzt irgendwie was mit der WM zu tun haben. Also das ist keine offizielle Kollabo, ganz wichtig hier zu erwähnen. Und jetzt passt mal auf, es gibt schon für neue Accounts andere Ansichten zum Entdecken-Tab. Und falls ihr die Ansicht schon habt, könnt ihr auf jeden Fall glücklich sein, weil so sieht das Ganze dann aus. Das bekommen bald alle Accounts, das haben jetzt nur wenige erstmal in Fortnite, weil Epic Games testet das Ganze gerade so ein bisschen, damit es bald alle Accounts auch kriegen. Sieht einfach besser aus, das Design wurde hier überarbeitet, damit man die Sachen so ein bisschen besser sieht. Finde ich richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, bekommt bald jeder von uns. Oh, okay, den haben wir auch schon geholt, aber da müsste irgendwo noch ein Teammate von ihm sein. Jetzt was richtig krasses. Das sind offizielle Dateien von Epic Games, Leute. Das wurde alles geheim gehalten bis heute. Und zwar seht ihr hier ein paar neue Konzepte von Designern, die bei Epic Games gearbeitet haben. Aber Epic Games hat gesagt, nein, das wollen wir nicht im Spiel haben. Das ist von 2018, vor 4 Jahren. Wir sehen hier einmal Bilder mit Titeln, ja, mit Emblemtiteln und Bannern. Schade, dass Fortnite sowas noch nicht reingebracht hat, ja. So könnt ihr eure eigene Visitenkarte machen, euer eigenes Emblem. Da steht dann ein besonderer Titel drauf, wie viele Kills ihr gemacht habt, wie viele Wins ihr habt. Sehr, sehr schade, dass Epic Games das bis jetzt noch nicht übernommen hat. Haben gesagt, nee, wollen wir so. Dann haben wir als nächstes ein Konzept von dem Designer. Und zwar, wenn man einen Win geholt hat, hat euer Charakter sozusagen in einer Filmsequenz getanzt und das Victory Royale Logo wird hier dann so in 3D eingeblendet. Schade, schade, schade. Plus unten rechts nochmal euer neues Emblem, Visitenkarte oder sonst was. Hier seht ihr nochmal ein paar neue Konzepte von dem epischen Sieg als Logo. Und gebt euch mal das unterste, Leute, in diesem 80er Style. Das sieht unnormal krass aus. Warum auch immer Epic Games das Ganze nicht wollte. Wir haben hier verschiedene Stile. Team Victory, Big Team Victory. Aber die haben gesagt, nein, wollen wir auch nicht. Und zu guter Letzt haben wir tatsächlich, wenn wir zum Beispiel eine Kiste öffnen mit einem neuen Modus hier. Und zwar hat man hier 100 Punkte bekommen, wenn man eine Kiste geöffnet hat. Unten drunter steht nämlich, gegnerisches Team ist 200 Punkte entfernt von dem epischen Sieg. Das war wahrscheinlich ein LTM-Modus, den Fortnite so nie rausgebracht hat, leider. Oh, Morty, Rick and Morty! Brauchst gar nicht abhauen, Kleiner. Sehr, sehr schade. Und jetzt kommen wir aber noch zu mehr Sachen, Leute, die Fortnite gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Ich finde das so doof, wirklich. Ich verstehe nicht, warum die das nicht wollten, Leute. Finde ich so schade. Wo ist dem sein Teammate? Irgendwo muss dem sein Teammate sein. Jetzt wird's richtig krass. Und zwar eine richtig heftige Minigun wurde einfach nicht von, ja, Fortnite angenommen. Zeige ich euch gleich mal, nachdem ich dem sein Teammate geholt habe. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ah, da ist er. Digga! Er wollte einfach aufs Jumppad draufgehen. Alles klar. Und zwar sehen wir hier zuerst eine neue Zappatron-Waffe. Offizielle Epic Games-Dateien, Leute. Das ist so krass, ne? Das ist kein Konzept oder so. Das wurde wirklich bei Epic Games so besprochen. Lol, der wollte den reviven. Und das wäre eine neue Zappatron-Waffe gewesen. Ein neues Konzept von der Karte, wie ihr hier gerade seht. Und zwar
sehen wir hier nämlich rechts Aufträge. So hättet ihr die Aufträge absolvieren können in Fortnite. Wurde aber auch noch nicht so ins Spiel reingehauen. Finde ich auch sehr, sehr schade. Wäre eine gute Gelegenheit gewesen, das Aufträgen-Design mal so ein bisschen zu ändern. Sehr, sehr schade. Und dann haben wir hier noch ein Save the World-Konzept, wie das ganz anders aussehen hätte können. Und ein anderes Battle Royale-Konzept, wie die Lobby aussehen hätte können. Sehr, sehr interessant, Leute. Aber so ist das Ganze halt nun mal. Die ganzen Sachen wurden leider nicht übernommen. So, das letzte Update in dieser Season ist jetzt nächste Woche. Also Mitte November haben wir das letzte Update von dieser Season, Leute. Das wird das große Update sein. Heute kam ja ein Content-Update, wo die Star Wars-Sachen wieder in den Tresor gepackt worden sind. Und wir diese neuen Items bekommen haben. Keine Angst, die werde ich euch noch zeigen. Die sind nicht ganz einfach zu finden. Ich werde euch natürlich auch sagen, wie wir die finden werden und, und. Übrigens sind nicht nur die Lichtschwerter weg, beziehungsweise Luke Skywalker sein Lichtschwert. Auch das Junkrift ist wieder zurück im Tresor. Und natürlich die E11 Blaster Waffe ist auch wieder nicht mehr da. Und jetzt kommen wir mal zu dem neuen Item. Wo findet man das neue Item überhaupt? Das ist ganz einfach. Wir finden das neue Item ganz normal auf dem Boden. Ja, in Kisten, in Chromkisten und in magischen Kisten. Bis jetzt haben wir Pech gehabt und wir haben noch nichts gefunden, Leute. Was ich sehr, sehr schade finde. Ach so, schaut mal. Bei meinem Evo Chrom Salvengewehr ist jetzt unten ein Balken. Wann wir die nächste Stufe erreichen? Das ist ja krass. Habe ich gar nicht gesehen. Hier ist eine Liste von den meistverwendeten Star Wars Skins, Leute. Auf Platz 1, ganz klar, Darth Vader hier am Start. Oh! Hier haben wir noch die Waffe. Oh, nice one. Die hat mich zum Glück nicht gesehen. Darth Vader ist hier auf Platz 1. Und zwar haben 0,67 der Leute, also prozentual, den Skin hier benutzt. Danach kommt Mandalorian und dann Boba Fett, Freunde. Aber es war eigentlich klar, dass Darth Vader Platz 1 kriegt. Ist ja klar, dass die Leute meistens den spielen. So, wir machen mal eine Kiste auf, mal gucken, ob es drin ist. Und leider auch noch nicht. Wo ist das Item, Leute? Übrigens ist das neue Polo Ralph Lauren Set jetzt verfügbar. Das sieht echt nice aus. Eine neue Kollabo hier mit einer richtig krassen Marke. Ich denke, jeder von euch kennt Polo Ralph Lauren. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. So sehen die Skins auf jeden Fall aus. Gefällt mir gut. Könnt ihr euch auf jeden Fall schnappen. Im Itemshop würde mich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code Sabel verwendet, Leute. Bald ist Weihnachten. Ja, und ihr könnt mir ein kleines Geschenk machen, wenn ihr wollt. Müsst ihr natürlich nicht, aber ich würde mich extrem freuen. So, die nächste Kiste. Und hier ist es leider auch nicht. Dann gibt es natürlich noch die FNCS-Trophäe. Uiuiui, was geht denn da ab? Da geht ein richtig krasser Fight ab. So sieht übrigens die FNCS-Trophäe aus, Leute. Was geht denn da für ein Fight, Digga? Die muss mir auf jeden Fall mal krallen hier, die Leute. Oh, durch den Baum. Ah, lalalalalala. Oh, haben wir hier vielleicht das neue Item? Ey, wo ist das neue Item, Leute? Einer muss noch unten sein. Das sind beide. Nice. Okay, okay, okay. Ich glaube, die müssen die neuen Sachen haben. Wir gucken jetzt mal. Ich hoffe, dass kein Gegner mal hier in der Nähe ist. Sonst kann er mich ganz einfach holen. So sieht die FNCS-Trophäe in-game aus. Also, es sieht richtig nice aus, Freunde. Ich muss sagen, die geben sich echt schon ziemlich viel Mühe jetzt mit dem FNCS. Wir haben ja auch am Anfang, wenn wir in eine Runde reingehen, auch ein FNCS Battle Bus in dem Design. Digga. Wo ist denn der? Gwen Stacy! Okay, der hat mich fast geholt. Muss mich schnell heilen. Okay, Leute, ich habe jetzt eine halbe Stunde nach diesem Item gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Nicht gefunden. Deswegen reagieren wir jetzt drauf. Ich habe es noch nicht gesehen, wie es funktioniert. Egal. Wir gucken mal rein. So, hier ist das Item Dial a Drop. Okay, okay. Ich habe so viele Kisten aufgemacht. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn wir es aktivieren, dann machen wir so einen Funkspruch. Also es gibt einen Lebensdrop, ein was? Ein Fahrzeugdrop? Wir gehen nochmal zurück. Also man kann entscheiden zwischen Leben, Leute. Zwischen Leben, zwischen Supply-Job, also Waffen und so. Und zwischen einem Fahrzeug. Das ist ja krass. Okay, okay, okay. Und mal gucken, wie das aussieht, wenn es jetzt zum Beispiel runterkommt, das Item. LOL. Okay, er hat jetzt hier nämlich das da ausgewählt gehabt. Vehicle Drop. Okay, man kann es abschießen. Es hat nur 250 Leben. Ansonsten dauert das zu lange. Zack. Und dann kommt einfach das Auto von oben runter. Das Item ist richtig krass, Leute. Das war's mit dem Video. Die neuesten News hier auf einen Blick. Lasst ein Like da. Checkt auf jeden Fall die Adventskalender ab. Ihr habt nur noch 2-3 Wochen Zeit. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.